In diesem Video zeige ich dir, wie du selbstbewusst auftreten und dich präsentieren kannst. Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael. Bescheidenheit ist eine Zier, nur weiter kommt man ohne ihr. Hat ja angeblich Wilhelm Busch gesagt, vermutlich ist der Spruch schon länger und er hat ihn nur verwendet. Aber was ist jetzt da dran? Und ja, meiner Meinung nach ist da eine ganze Menge dran, denn wir sind zur Bescheidenheit erzogen worden. Und Bescheidenheit hat ja auch gewisse Vorteile. Niemand mag so diese Angeber, so mein Haus, mein Auto, meine Yacht oder ähnliches. Ja? Also diese Leute, die ständig erzählen, wie toll sie sind, was sie alles können und dass sie die Besten sind und dass sie dir innerhalb von 5 Minuten den Erfolg deines Lebens sofort vermitteln können oder ähnliches. Ja? Die mag niemand, diese Angeber. Auf der anderen Seite führt die Bescheidenheit eben oft dazu, dass wir uns ständig zurückhalten, dass wir immer andere als wichtiger ansehen, dass wir selber uns total als unwichtig wahrnehmen. Wir sind nichts wert, wir sind nichts Besonderes, nur die anderen sind toll und wir sind immer irgendwo so die am unteren Ende. Und das kann es ja auch nicht sein. Denn natürlich hat jeder Mensch den gleichen Wert, jeder Mensch hat die gleichen Grundrechte und darf sich genauso darstellen und verkaufen wie andere. Mehr noch, wenn du im Job, in deinem Beruf, egal was du tust, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du Karriere machen willst, wenn du irgendwie nach vorne kommen willst, egal ob als Selbstständiger, als Angestellter, egal in welcher Situation, dann ist es ganz wichtig, dass du anderen zeigen kannst, was du kannst. Denn niemand kann deine Kompetenz tatsächlich erkennen, man kann sie nur erahnen. Und erahnen tun wir sie aufgrund dessen, was du sagst, wie deine Körpersprache ist, wie dein Auftreten ist, wie sicher du wirkst. Ja, es ist tatsächlich so, Selbstsicherheit hat über den Halo-Effekt unter anderem auch die Ausstrahlung, dass wer selbstsicher wirkt, automatisch kompetenter wirkt, obwohl es de facto fachlich ja nichts miteinander zu tun hat. Deswegen ist es durchaus überlegenswert, mal darüber nachzudenken, wie viel von dieser Bescheidenheit überhaupt sinnvoll ist. Denn zwischen Angabe auf der einen Seite und Bescheidenheit auf der anderen, da ist eine ganze Menge Raum dazwischen. Und es geht sicherlich nicht darum anzugeben, es geht auch nicht darum, total bescheiden zu sein, sondern es geht darum, hier die richtige Balance zu finden. Wie so oft im Leben, es geht wieder um die Balance. Und das ist ganz wichtig, dass du dir da mal Gedanken drüber machst, wo ist deine Balance, wo ist der richtige Weg, dass du einerseits dich gut präsentierst, dich gut verkaufen kannst, deine Leistung, dein Können verkaufen kannst und andererseits eben nicht zum Angeber wirst, der den Leuten auf die Nerven geht, sondern dass du eben hier das richtige Maß findest, auch um deinen Selbstwert zu stützen, um einen guten Selbstwert zu haben, um ein gutes Selbstwertgefühl zu haben und eben auch um ja, Selbstvertrauen zu gewinnen und dich richtig nach außen darstellen zu können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, alles Liebe, dein Michael. Wie du siehst, geht es also um die richtige Balance zwischen Bescheidenheit auf der einen Seite und Angeben auf der anderen Seite. Finde diese Balance und du wirst dich wunderbar präsentieren können. Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, abonniere jetzt diesen Kanal und lade dir das kostenlose E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter.